So, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wird die Küche abgeholt. Wir sind jetzt in der zweiten Woche oder so, ne? Ja. Zweite Woche, heute wird die Küche abgeholt. Deswegen räumen meine Mutter und Caro die jetzt noch ein bisschen leer. Den einen Anhänger voll mit Bauschutt haben wir weggefahren. Ich werde jetzt noch weiter stemmen und noch mehr Bauschutt schaffen. Und dann nehme ich natürlich wieder mit rein. Viel Spaß. Wir räumen jetzt schnell die Küche frei. Die wird in einer Stunde abgeholt. 50 Minuten. Wir wollten sie erst behalten und die Fronten abschleifen und neu machen, aber es ist einfach viel zu teuer und auch nicht zeitgemäß. Deswegen haben wir sie jetzt verschenkt und dann wird sie abgeholt. Ich hatte die ungefähr 6 Minuten bei eBay online. Da haben mir direkt 10 Leute geschrieben. Wie ihr gesehen habt, sind die Ukrainer da am Abbauen. Und ich bin hier gerade immer noch am Stemmen. Hier ist so ein Luftrohr. Braucht man ja als Belüftung für das Abwassersystem, dass du da immer einen guten Durchzug hast, weil es entsteht ja ein Unterdruck. Naja, und ich habe mich mal hier an den kleinen Fliesen probiert. Und hierfür ist dieser kleine Meißel, von dem ich schon mal erzählt habe, wirklich perfekt. Das platzt einfach alles ohne Probleme sofort ab. Es wird langsam. Hier Stromkabel, schön aufputzt. Wir haben uns jetzt immer noch nicht umentschieden, wie wir das hier genau einrichten. Also alles weggestemmt. Hier dieses Abluftrohr liegt jetzt auch komplett frei. Staubig war es auch, obwohl die ganze Zeit der Ventilator lief. Hier soll wohl dann noch eine Nivelliermasse drauf. Hier muss ich mal gucken. Also wir machen jetzt wahrscheinlich doch keine Badewanne hier rein, weil es einfach zu voll wird. Lieber eine große Dusche, das ist ja irgendwie zeitgemäßer. Aber da habe ich schon mal das hier fertig entkernt. Das ist natürlich richtig geil. Staubig, wie nichts Gutes. Ach ja. Ich habe hier genau, wo diese Lampe ist, auf der GoPro so einen Streifen. Total strange. Naja, genau. Und jetzt draußen, die haben die Küche fertig abgebaut. Da steht jetzt alles hier. Hier ist die Küche. So, aber jetzt schaut mal hier, was wir hier so gefunden haben. Schimmel des Grauens, Schimmel des Grauens, Schimmel des Grauens. Richtig, richtig krank. Tiefschwarz. War also die richtige Entscheidung, die Küche wegzumachen und nicht einfach nur eine neue Platte drauf und neue Geräte rein. Hier werde ich dann wohl weiter stemmen. Ich finde es aber auf jeden Fall interessant, dass hier unten auch Fliesen sind, bis ganz unten. Das bedeutet, dass der Schimmel halt da unten auf jeden Fall mit abfällt. Ich denke nicht, dass er tiefer ist als die Fliese. Hier oben ist es natürlich was anderes, das muss ich alles wegschleifen. Ja, also da sieht man wieder, was passiert, wenn man nicht lüftet. Ist natürlich sauer ärgerlich, aber weil wir jetzt hier am Renovieren sind, ist es nicht so schlimm. Diese schöne Lampe, die bleibt wohl hier. Und die geht jetzt tatsächlich in die Ukraine, diese Küche. Wer hätte das gedacht? Es sind noch zwei Ukrainer und dieser Typ vom Fahrradladen. Die fahren die jetzt in die Ukraine, damit sie dort wieder ihre Wohnung ausstatten können mit Möbeln. Ja, in diesem Sinne, Feierabend hier. Gehen wir was essen. Es ist jetzt, mal gucken, wie viel Uhr es ist. 20.25 Uhr. Um 6.30 Uhr muss ich wieder auf der Arbeit sein. Also, ich mal pennen. Gute Nacht. So, heute neuer Tag, aber ich werde heute nicht viel schaffen. Und zwar bin ich jetzt eben hier, als ich nach Hause gekommen bin, hier reingekommen und habe fast gekotzt. Weil das ist einfach so dermaßen eklig und ich weiß nicht, was hier alles ausgelaufen ist, weil da auch echt richtiges, ekelhaftes Zeug steht. Naja, das muss wirklich alles runter, komplett. Und man sieht eigentlich genau, das ist auch ein sehr schönes Beispiel hier, alles, was eine Rückwand hatte, dahinter hat es geschimmelt. Also hier war so ein Rondell und hier war ja offensichtlich das Waschbecken noch. Und da war ja nichts dahinter und da ist auch kein Schimmel, auch obwohl es die Außenwand ist. Hier war eine Rückwand, war aber nicht ganz so übel wie das hier. Zwei Außenwände, da geht es natürlich richtig ab, sowohl oben als auch unten. Nicht richtig gelüftet und so, also ganz, ganz übel. Ich denke, ich werde jetzt hier die Ecke noch wegstellen, einfach, dass der Geruch schon mal besser wird. Den Bauschutt habe ich heute weggefahren von dem Bad. Also schon mal eine Sache auf jeden Fall geschafft. Und heute wurde der Zaun geliefert, zeige ich euch auch noch. Also hier ist jetzt nicht so mega hell, vielleicht kann ich noch ein Licht anmachen, vielleicht sieht man es auch noch. Oh ja, jetzt ist es richtig hell. Hier steht das Wasser drin in der Lampe. Naja, auf jeden Fall, hier ist der Zaun drin, Staketenzaun, 90 Meter oder 70 Meter, inklusive Pfosten und noch ein paar extra Pfosten für so ein Daybed, was ich bauen will. Der muss hier in die Garage rein. Ich denke, das mache ich jetzt noch und dann vielleicht noch die Fliesen wegstemmen hier. Eigentlich muss ich immer früher ins Bett. Servus! Also schon wieder ein neuer Tag. Ich war gerade in der Küche wieder drin. Es stinkt so bestialisch. Also wirklich, das ist zu vergleichen wie so Surströmming oder so, wo man einfach direkt einen Kotzreiz bekommt. Und man geht da rein und es stinkt so sehr, dass man wirklich direkt da in die Ecke kotzen würde am liebsten. Naja, ich habe jetzt Fenster aufgemacht und werde jetzt gleich da anfangen, das ganze Zeug abzustemmen, weil das macht ja alles keinen Sinn. Umso schneller es raus ist, desto schneller hört es auf zu stinken. Also ist das
meine Agenda für heute, schimmelfrei zu werden. Auch hier ist jetzt der Lüfter wieder am Start. Der ist ja das A und O hier, also das ohne den würde gar nicht gehen, das wäre Horror. Ich habe mir auch hier eine Maske mitgebracht, weil das kann man nicht ohne Maske machen. Und auch was witzig ganz ist. Was witzig ganz ist, genau. Halt's Maul. Da unten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es ist komplett schief. Von da bis nach da sind es ungefähr 3 cm Höhenunterschiede. Der Boden hier ist ziemlich schief. Also muss sowieso einiges an die Medienmasse rein. Aber das ist dann Beispiel, warum man in Räumen mit Feuchtigkeit keinen Gipsputz benutzt. Der reicht auch, schimmelt. Man benutzt dafür Kalkzementputz. Das ist das Richtige, das sollte man auch immer machen. Deswegen alles runter, wenn ihr auch reinhaltet. So, an der Stelle muss ich mal was zeigen. Und zwar, hier haben wir wieder diese Sauerkrautplatten und da sind die Fliesen wieder in Schweiß gelegt. Und das ist richtig stabil, das fällt auch nicht einfach ab. So, jetzt gehen wir mal auf die Seite hier. Und da ist der Gips. Bitte, dass es einfach abfällt. Also das geht ja teilweise nur im Meißel dagegen. Das fällt schon ab und das Gleiche hier oben. Das ist komplett vollgesaugt mit Feuchtigkeit. Und da kann sich die Feuchtigkeit natürlich ganz besonders drin sammeln. Deswegen einfach alles wegmachen. Und gerade auch hier hinter. Also ich meine, hier ist ja sowieso geil Gips, weil hier die Ränder, hier seht ihr es, zerbröselt richtig. Man kann es mit den Fingern zerdrücken. Also ganz, ganz übel. Und hier ist auch wieder ein gefährliches Beispiel. Hier solltet ihr niemals mit der Hand einfach ranfassen. Weil hier ist das Kabel, seht ihr hier. Und da ist das. Und ich hatte das schon mal, da habe ich ein Küchenregal abgebaut und da waren die Dinger unter Strom. Also hier ist es natürlich genau verfehlt, witzigerweise. Aber hier weiß man jetzt wieder nicht. Muss man jetzt mal gucken oder freistimmen. Aber da immer gut drauf aufpassen, sonst hat man am Ende einen richtig fetten Stromschlag und weiß nicht warum erstmal. Guten Tag. Heute ist Donnerstag und auf der Agenda heute steht Heizungszuleitungen kappen. Und dazu muss ich mich erstmal hier mit der Heizung auseinandersetzen. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt bisher. Also das ist das gute Stück hier. Umwälzpump ist auf jeden Fall da. Bisschen wenig Druck hier vielleicht. Wobei ein Bar ist okay. Das ist ein uralter Kessel, den kann man mit Öl und mit Holz heizen. Also eigentlich was richtig Geiles, so was Gutes kriegt man heute gar nicht mehr. Und dann hat man hier die Zuleitung für den Pool. Die fallen natürlich weg, also die werde ich auf jeden Fall kappen. Die haben auch hier oben 2 Ventile, sehe ich gerade. Ah ne, es sind Entlüftungen. Also, ja, die sind hier angeschlossen. Ich weiß gar nicht. Ah, das ist wohl scheinbar auch die Hauptverteilung mit hier. Okay, ne, ich laber Müll. Also hier sind winzige Rohre. Und ich denke, dass wenn ich... Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Als würde er das... Also wie ihr seht, ich muss mich erstmal damit beschäftigen. Also es ist ziemlich interessant. Das ist ein Mischermotor. Und zwar ist das ja eigentlich genau das, was wir brauchen. Also da muss ich mich nochmal ein bisschen beschäftigen. Weil im Endeffekt ist es ja so bei der Fußbodenheizung. Das hier hat ja eigentlich eine normale Vorlauftemperatur von irgendwie um die 60 Grad. In dem Fall hier jetzt heißt natürlich nicht, weil ich alle Heizkörper ausgemacht habe. Deswegen wird ja hier nicht viel ballern. Aber oder so 75 Grad Vorlauftemperatur. Eine Fußbodenheizung kann ja nur 30, 35, so 40 Grad ab. Oder ist dafür ausgelegt. Dementsprechend, was muss man machen mit dem Rücklauf? Zusammenmischen mit dem Vorlauf. Das heißt, du kriegst dann Wasser, was zurückkommt von, keine Ahnung, sagen wir 20 Grad. Und das wird dann zusammengemischt mit dem Vorlaufwasser. Und das ist im Endeffekt genau das, was er hier macht. Also hier ist es natürlich ziemlich dunkel, muss man die Handylampe anmachen, dass man das sieht. Also da ist der Mischmotor drin. Ne? Man sieht es da sogar so ein bisschen. Und das ist das Mischmodul. Und das hier ist nämlich Vorlauf, das mit der Pumpe. Und das hier ist Rücklauf. Und hier sieht man auch, dass ungefähr 21 Grad Rücklauf ist. Diese Pumpe, die kostet halt, das wäre natürlich geil, wenn man sich die sparen könnte hiermit, weil wie geil ist das bitte? Sehr, sehr geil. Naja, also jetzt ganz simpel gesagt, Heizung vor und Rücklauf, warm Wasser, hier kommt Kaltwasser rein und hier geht's raus. Es kommt mir immer ein bisschen klein vor, aber das ist das Einzige, was hier isoliert ist und das geht auch bis da hinten weg, also macht schon Sinn. Und so dünn sind die Leitungen hier auch überall. Wird halt hier reinlaufendes Warmwasser irgendwo. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt die Heizung ausmachen. Dann auch erstmal nicht mehr anmachen. Zack, aus. Und jetzt gilt es, erstmal das ganze Gedöns hier abzubauen. Das
hat man früher richtig ordentlich isoliert. Guck mal hier, drei Schichten. Also Isolierung, dann hier Alu-Verkleidung, hier dieser Klebfolie und dann diese Plastikverkleidung. Also echt übertrieben. Und hier ist dieses tolle Stahlrohr. Und dieses Stahlrohr zu bearbeiten ist richtig gestört. Dafür habe ich extra eine Gewindefräse gekauft und man muss es eindichten. Man kann es nicht verpressen. Aber was ich jetzt hier machen werde, ist das Abschneiden. Ich will auch wieder hier ziemlich Dreck machen. Und dann muss ich zum Baumarkt fahren und auch das Passende dafür kaufen, also auch ein Gewinde, und dann muss man da wieder eine Muffe draufpressen. Weil auf diese Seite hier würde ich dann gerne den Fußbodenheizungsverteiler setzen. Ja, also einiges zu tun. Ich muss jetzt mal hier in den Heizöltank klettern. Hier war ich noch gar nicht drin, ne? Ja, guck mal, wie sauber das hier eigentlich ist. Und das hier ist eine Prozentanzeige. Und hier sind über 70% Heizöl drin, ne? Das ist richtig gut. Das hatte sie aber auch gerade erst vollgetankt. Also die Frau, von der wir das gekauft haben. Guckt euch mal bitte diese marode Isolierung an. Bestimmt super gesund. Die einzige Problematik, die ich jetzt hier gerade so ein bisschen habe, ist, dass ich nicht weiß, wo ich das Wasser hinlaufen lassen soll. Also eigentlich lässt man die ja ab, irgendwie in Ablauf. Aber ich komme hier nirgends dran. Also hier ist eine Schiebemuffe. Da könnte man theoretisch schon dran kommen, aber es ist mir jetzt zu viel Lack, das hier auseinanderzunehmen. Am Ende bricht mir hier noch irgendwas, das will ich so lassen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie einen Schlauch von hier nach draußen legen. Und dann läuft mir auch immer noch nicht alles weg. Ich will ja aber, dass mir alles wegläuft. Da mal sehen, wie ich das jetzt löse. Weil ich es ja hier durchschneiden muss, aber ich denke mal, dass hier dann immer noch Wasser drin ist. Halt nicht die Menge, wie wenn ich das Wasser jetzt ablasse. Ich könnte natürlich auch oben einfach aufschrauben und oben das am Heizkörper ablaufen lassen, irgendwie in eine Bütte. Vielleicht probiere ich das mal. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt einfach hier auf. Dann kommt der Druck hier aus dem Heizkörper raus, theoretisch. Da kann ich jetzt hier die Eimer hinhalten, kann die hier in die Bütte reinkippen. Ja, also der Druck muss ja erstmal nur abgebaut sein, das ist wichtig. Da ist ja ein Bar drauf und das ist ja... Wasser ist ja ein inkompressibles Medium, das heißt, sobald der Druck weg ist, spritzt es nicht mehr, nicht wie bei Luft oder so, was ich dann noch ausdehnen kann. Deswegen mal sehen, wie es jetzt wird. Ich ziehe die Handschuhe mal aus, dann sind die komplett nass sofort. Schauen wir mal. Boah, seht ihr das? Wie das ganze Rohr sich mitdreht. Da kommt es auch schon. Ja, ein Bar ist halt schon ein bisschen hoch. Auch immer gut, das hier neben der Steckdose zu machen, so wie ich. Ja, okay, also jetzt. So geht's eigentlich. Aha. Kann ich aber mal direkt so machen. Jetzt wird's schon weniger. Auf jeden Fall besser, das hier oben wegzumachen. Muss ich nämlich nicht hochschleppen. Hier unten wird jetzt natürlich das ganze Wasser rauskommen, was noch in der Heizung drin ist. Es ist so fest, dass sogar hier die Leitung abknickt, statt dass das verabgeht hier. Was soll das, ey? Ich hole jetzt aber die Säbelsäge und schneide es ab. Das ist mir jetzt so blöd, so Säbel oder auch Tigersäge genannt. Bestes Werkzeug für Rohre schneiden. Also, außer den Rohrabschneider natürlich. Aber für uns jetzt hier mit diesem Zweck ist das am sinnvollsten. Wenn man jetzt schnell genug gewesen wäre oder zu zweit, hätte man jetzt auch einfach den Heizkörper hier umlegen können oder hier Finger drauf halten, dann läuft es auch nicht weiter. Aber gut, ist jetzt nicht schlimm, hier ist ja schon alles entkernt, das trocknet auch schnell wieder. Der Heizkörper ist schon mal frei, kein Druck mehr hier auf der Leitung, das heißt, wir können es jetzt mit allen anderen Heizkörpern auch machen. Und dann kann man die auch schon morgen um Schrott fahren, weil die braucht man wirklich nicht mehr. Ein bisschen Wasser macht der Säbelsäge auch nichts hier vorne. Also die ist dafür gedacht. Kann man auch gut Holz mitschneiden und so. Also gibt es verschiedene Sägeblätter und Caro benutzt sie auch richtig oft im Garten, um einfach Äste zu schneiden oder so. Also für jeden was. Bin jetzt natürlich auch etwas nass geworden. Bin in die Hose gepisst. Zack, Heizkörper ab. Letzte Fliesen gefunden. Das gleiche kann ich jetzt im Gäste-WC machen. Dann kann ich da die restlichen Fliesen auch morgen mit wegmachen. Und in welche Richtung so? Nee, das gehört ja zum Heizkörper. Also musst du so rumdrehen, weil du das Gewinde runterdrehst. Geil. Blubber, blubber. Oh. Ich geh mal kurz ins Bad gucken. Ob da vielleicht auch blubber, blubber ist. Ja, die andere Richtung blubber, blubber. Ja. Läuft Wasser? Ja, aber mach weiter. Okay. Ist ab. Gut.
noch schnell unten abschrauben und dann ganz schnell abhängen. Guck mal hier, wie behindert das ist. Ja. Hier kommt auch gleich Wasser raus. So, jetzt nehme ich den Heizkörper weg und du musst direkt das halt runterhalten. Ah, okay. Hab gehalten. Top, dann geh vielleicht lieber mit dem Eimer rüber ins Bad, weil da läuft okay. Mehr. So, jetzt hier der nächste. Das ist halt ein bisschen problematisch, dadurch, dass jetzt unten keine richtige Möglichkeit ist, das alles abzulassen. Deswegen muss man jetzt hier jedes einzelne machen und dann bei den anderen, wo schon, die schon abgehängt sind, jedes Mal das Wasser auffangen. Und das Ganze machen wir jetzt hier auch. Das schießt jetzt nach hier raus. Was? Ach so. Aber da gibt es wieder den Trick, den ich mit dem Finger hier oben drauf lege. Aus der Heizung raus oder wie? Ja. Jetzt. Wenn ich jetzt meinen Finger hinten mache. Lol. Yeah. Hallo. So, und der hier, weil der jetzt nur hier oben, guck. Geil. Mein Heizkörper. Hello, I'm under the water. Was heißt wie? Ich wollte gerade diesen Schrank hier wegziehen. Und ihr seht ja da, dass da so ein Stückchen steht. Also ein Brett von diesem Schrank. Und ich zog und zog und zog und bin dann rückwärts weggeflogen mit dem Brett. Geil. Das filmt die Kamera dann natürlich nicht sowas. Also wir haben den Heizkörper draußen. Aber es ist hier einiges an diesem schwarzen Wasser aus dem Heizkörper hingelaufen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, wir machen es einfach direkt weg. Dann haben wir auch nicht die Feuchtigkeit hier drin. Guten Tag! Es ist Freitag der zweiten Woche, an der wir hier am Arbeiten sind, nebenbei. Und wir haben schon einiges geschafft tatsächlich. Also ich bin eigentlich ziemlich stolz auf das, was wir bisher geschafft haben. Es ist natürlich immer noch viel zu tun. Heute ist jetzt der Plan, noch die restlichen Heizkörper abzumachen und zum Schrott zu fahren. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir Fliesen angucken und dann müssen wir mal schauen, wie wir von da weitermachen. Das war eine Frau hier draußen. Genau, wir machen erstmal noch die Heizkörper ab. Tschüss! Also es war uns jetzt zu nervig mit dem ganzen Wasser, das die ganze Zeit wegläuft. Deswegen habe ich jetzt doch angefangen, das Wasser hochzutragen. Ich lasse es jetzt direkt hier unten ab und trage dann halt die Bütte hoch. Geht dann halt doch schneller. Ich hatte halt keinen Bock, das Wasser hochzutragen. Aber gut, es ist sinnvoller so. Aus Fehlern lernt man. Also ich drehe hier jetzt die anderen Heizkörper auf. Und es ist nicht bei jedem besonders leicht. Zum Beispiel bei diesem. Ja, dann nimm die Säbelsäge. Ja, komm. Jetzt hat er verloren. Geil. Ich setze mich so lange mal hier auf das Büßerbänkchen. Spaß, ich muss wieder runtergehen, Wasser wegtragen. So, Nummer 1 habe ich. Fehlen noch 2 im Wintergarten. 3 Stück im Wintergarten. Gut, komm. Wann geht's los? Ah. Hallo. Nee, komm. Boah, die Bütte gibt auf hier. Oh nein. Wollte eh Wasser hochtragen. Nice. Boop. Abub. Wir hatten jetzt hier gerade ein kleines Malheur. Da ist hier beim Heizung abhängen. Natürlich auch wieder nicht gefilmt. Die schwarze Suppe hier in Karos Schuh gelaufen. Jetzt zieht sie frische Schuhe an. Bei den Fliesen nicht so schlimm, die kommen ja eh weg. So, welche Seite willst du nehmen? Keine. Du kannst es richtig hochheben, dass ich es nicht so tragen muss. Noch höher, wenn es geht. Dann muss ich es aus meinem Bizeps halten. Okay, dann laufe ich jetzt halt so. Hier. Okay. Jawohl. Der hängt wieder auf so komischen Ständern hier. Was für Ständer? Ja, das ist so ein behindertes System. Da habe ich natürlich den falschen Schraubenzieher für jetzt hier. Kannst du mir den großen Schraubenzieher holen? Dann müsstest du im Schlafzimmer sein. Auf dem Heizkörper hier waren solche Plattenhalter drauf. Die klipst man da so oben drauf und dann kann man hier diese Marmorplatte, die da liegt, die hat da oben drauf gelegen. Ziemlich fancy. Das Heizkörper? Wasser drin ist, dann kriegen wir mehr Geld für Schrott. Wie gefällt dir die Baustelle, Babosi? Letzter Heizkörper, der kommt jetzt auch noch weg. Und dann gibt's hier keine Heizung mehr. Das war's dann. Schluss mit warm. Seit einem Monat oder so steht diese Kiste hier. Ich habe jetzt eben erst gelesen, was draufsteht. 20 Tanzhits, 20 Stimmungsknaller, aktuelle Hitbox 2. Die müssen wir uns eigentlich mal anhören. Green Food. Die grüne Urkraft wilder Pflanzen, Überlebensmittel für das 21. Jahrhundert. Aha. Hier, für dich. Okay, danke. Stadionhänger laden. Hier ist noch so ein verzinktes Rohr, das war mal so eine Wäscheleine, die kommt natürlich auch weg. Die kann man auch einfach so anheben. Zack. Und das hier auch. Done. So, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil wir das jetzt noch wegfahren wollen und der Laden gleich zumacht. Deswegen ein bisschen ranhalten. Hier bei Bossys Third Person View.
Also diese Nischen von den Heizkörpern, die wir jetzt gerade weggefahren haben, die werden zugemauert hier mit Yton oder Porenbetonsteinen. Und das habe ich noch nie gemacht, aber wir nehmen jetzt einfach hier die schon mal mit, dass ich es mal an einem probieren kann. Und deswegen habe ich jetzt erstmal hier diese ganz dünnen genommen und wir schauen mal, wie das damit wird. Bin, 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 bin. Der ist ruckzuck hier. Das ist ja krass hier. Guck mal da, das ist schön. Ah, heftig. Die Pest something. Guckst du es dir auch an, Babosi? So schön hier.